Annonce, kick, kick, dann die Stufe abfahren, wieder eine gute Linie finden. Jetzt ist die falsche Haltung, also falsch rum, Fuß und Fuß vertauscht. Ja, und ich fühle mich trotzdem sehr wohl. Liebe Leute, ja, Marc hier von Biken TV. Heute ein Vlog, quasi der erste jetzt richtig mit Trail und so. Ich bin nicht allein, ich habe den Johannes dabei. Und der Johannes, mit dem bin ich aber schon lange unterwegs als Guide. Also erst mein Guide quasi, weil er kennt hier jeden Trail. Aber heute drehen wir es mal um. Also er wohnt schon viel länger im Hochsauerland, aber jetzt zeige ich ihm einen Trail, den er noch nicht kennt. Und das passt halt gut, weil jetzt ist quasi nach der Schneephase, wir hatten vor einer Woche hier noch voll fett Schnee. Und es ging so rasant, dass jetzt alles weg ist und ich glaube, die Trails auch wieder besser fahrbar sind. Zeige ich ihm einen Trail, den er nicht kennt, und das ist ein Spitzkern-Trail. Den kennt ihr, den bin ich schon mal mit Leo Karz gefahren. Ich verlinke euch mal unten das Video. Und ja, dann müssen wir noch gucken, mein Fahrrad stand jetzt lange im Keller, dass wir nochmal die Kette richtig fetten und sauber machen. Und ja, da werde ich mich mal an so ein paar Produkte ranwagen, weil normalerweise mache ich ja alles nur beim Lappen und ein bisschen Kettenfett, aber ich bin nicht so der Typ, der so viele Pflegeprodukte bisher probiert hat. Aber man muss ja immer offen bleiben. Und ja, was hast du dir heute vorgenommen? Genau, wir haben mal die schönen neuen Trails hier mit deinen Fahrtechnik-Tipps, damit man was Neues kennenlernt, ja, und unfallfrei über den Nachmittag zu kommen. Alles gut, ich freue mich. Also er ist Fußballtrainer, das heißt, er weiß, wie man sich abrollt, ja. Das schreiben wir schon mal ins Protokoll. Nein, er kennt den Trail, der ist technisch langsam, das heißt, wenn irgendeine Stelle nicht klappen sollte oder er sagt, nee, lieber nicht, dann kann man immer locker absteigen, wir machen jetzt keine wilden Stunts oder so. Aber der technische Anspruch ist auf jeden Fall gegeben, so mit engen Kehren und dicken Steinen. Ja, ich mache die Kamera dann hier dran. Unterwegs gibt es noch Fahrtechnik-Tipps. Thema ist der Schokofuß. Und ich freue mich, nehmen wir euch mal. Genau, aber jetzt den Trail, den wir fahren, das ist ein offizieller Wanderweg. Sogar vom Waldwanderroute Sauerland oder so. Aber alles schön technisch mit Felsenstein. Hier sind schon überall den Felsen. Da kommt noch so eine Rauchgaskamin, so Ruine, die zeige ich jetzt sofort. Ja, und dann heißt es Kamera an den Brustgurt und dann nehme ich euch mal mit. Und dann gucken wir mal, wie der Johannes sich schlägt. Bist du nervös? Ja klar, Feuer frei. Ah, du kennst mich ja schon von den Camps. Genau, deswegen. Du bist abgehärtet. Das ist ja gerade das Problem. Wir sind hier bei Ostwick, das ist im Hochsauerland. Hier seht ihr schöne, wo es zur Nordseeküste, 270 Kilometern. Als mögliche. Hier so ein bisschen Aussicht. Hier habe ich mit dem Leo dann den Riegel gegessen. Hier ist so eine Chillbank. Leo und ich kamen von da oben. Sind wir den Trail noch gefahren. Mit dem E-Bike haben wir noch so einen Gegenanstieg mitgenommen. Also Johannes fährt vor. Das wird direkt ein bisschen technisch. Also er hat die Treppe nicht mitgenommen. Ich nehme mal die Treppe mit. So. Jetzt zeige ich mir die Kurve. So, wir müssen mal gucken, ihr kennt den Trail schon aus ein paar Videos, aber durch die Baustürme und Waldarbeiten so ändert er sich immer ein bisschen. Genau. Okay, hier kommt, hier war eine Linkskehre. Ah, die ist wieder da. Die Linkskehre ist wieder da. Cool. Die haben sie frei gemacht. Letztes Mal konnte man die nicht fahren. Jetzt noch mal einen kleinen Versetzer. Hey Johannes, mal nicht so schnell, du alter Downhiller. Okay, jetzt kommt durch den Fahrtechnik-Trainer in mir durch. Johannes, die hintere Bremse. Schön dosieren. Schön dosieren. Lässige Ferse immer. Keiner ist lässiger als Johannes. So, soll ich mal überholen? So, das war die Innerline. So. Endlich mal freie Fahrt. Nein, es ist ein langsamer technischer Trail. Man kann immer so ein bisschen hier rumhüpfen. So, jetzt kommt ein Steinfeld. Also wenn du Carbonrahmen hast, musst du es nicht fahren. Weil hier könnte man aufkommen. Oh, die haben das freigeräumt, Dicker. Das wurde freigeräumt. Das war immer ganz anders. Ich habe auf Fuß runtergesetzt, alles gut. Okay. Ja, also ihr müsst wissen, Johannes fährt sowohl klickig als auch flat. Mal so, mal so. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, ich zeige ihm mal die Linie. Ich fahre kurz vor. Ja, top. Also, super Bedingungen. Wir haben überlegt, von der Woche war ja noch eine fette Schneedecke. So. Gut. Dann nehmen wir jetzt nochmal die Stelle hier. Johannes, bist du bereit für was richtig Steiles und so? Ja. Wenn es dir nicht passt, dann machst du einen Sicherheitsabstieg nach hinten, ne? Ja, klar. Das ist hier so ein technischer Trail. Man kann da also auch immer sagen, nee, hier will ich nicht fahren und dann kann man abbrechen.
so do or die. Genau, ihr habt gemerkt, das war eher so technisch. Ich guck mal ganz kurz, was hinten passiert. Alles gut. Ja. Neben da, Safety First. Genau, also das kennt ihr immer, lieber Safety First. Das sieht hier alles nicht so steil aus im Video, wie es wirklich ist. Die Stelle hier bin ich nicht mit Leo gefahren. Die kannte ich zu der Zeit noch nicht. Gut, also muss ich mal kurz mein Pedal richten und hier ist so der Einstieg. Oh ne, warte mal. Dann nehme ich eine Kurve noch mit. Also, genau, da kann man langfahren. Ich habe jetzt einfach mal, fahren wir hier. Da kommt eine kleine Stufe, genau. Ah, warte mal. Ich verlinke mal das Video, was ich letztens hier gefilmt habe zum Thema nach hinten gehen oder nicht nach hinten gehen. Zentrale Position, habe ich hier mein Video gemacht. Genau, Kamera läuft noch, das heißt, ich fühle mich auch. Alles gut, wir filmen uns beide. Also, du bist Optimist, ja, du kennst mich ja. Also, ist auch frei der Weg, das ist kein Thema. Man muss hier ein bisschen mit dem Pedalmanagement aufpassen, dass man hier nicht auf die Steine aufkommt. Er hat eine nette Frau, ein hübsches Kind. Alles ja, gut. Genau, ich bin ja auch ein hübscher Typ. Wenn es gut läuft, bin ich nach der Stelle immer noch hübsch. Gut, ich würde mal sagen, top die Wette gilt. Einmal kurz balancieren, kick, kick, dann die Stufe abfahren. Hier einen guten Linie finden. So, hier bleibt es recht steil, das könnt ihr im Video nicht gut sehen. So, und hier. So. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen jetzt mal gucken, der Johannes wird da irgendwo aufsteigen, denke ich mal. Da kommt er super. Da kommt er, ja. Komm, wir gucken mal, was er macht. Was er macht. Ui, da kommt er gefahren. So, immer am Lächeln. Okay, alles gut. So, das heißt, Johannes, du bist gerade gefahren, ne? Dann war dein linker Fuß jetzt immer vorne, wenn du nicht nachdenkst. Wenn du einfach nur dich hinstellst und fährst. Rechts müsste der Schokofuß fahren. Das ist jetzt die Frage, Leute. Das Thema hier fahrtechnikmäßig, was manchmal aufkommt, so die Frage, es gibt ja das Thema Schokofuß. Es gibt keine offizielle Definition. Ich dachte das auch mal andersrum. Was ich so gehört habe, jetzt meistens, dass die Leute sagen, der vordere Fuß ist der Schokofuß. Das geht darum, dass man diese intuitive Haltung, dass man ohne mal nachdenkt, so wie auf einem Skateboard oder einem Snowboard, man hat immer diesen einen Fuß. Man passt sich die Haltung an und dann läuft. Genau. Und bei dir ist normalerweise der linke Fuß vorne. War richtig, ja. Genau. Und wir fahren jetzt mal weiter. Ich möchte euch das jetzt mal zeigen. Bei mir. Also, hier ist meine Pedale. Mein Schokofuß ist eigentlich, dass mein linker Fuß hinten ist und mein rechter vorne. So bin ich immer, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so bin ich immer gefahren. Aber ich habe schon früh angefangen als Jugendlicher auch mit dem falschen Fuß zu fahren. Das heißt, das werde ich jetzt mal machen, wenn es jetzt hier weiter in den Trail geht. Ich kann damit eigentlich fast alles mit falschem Fuß fahren. Große Sprünge, große Drops und ganz, ganz schwierige Versetzstellen oder so, die fahre ich dann auch mit dem normalen Schokofuß. So, hier wird es ein bisschen steinig. Wie gesagt, das ist eher so ein langsamer technischer Trail. Ein Wanderweg mit Kehren. So, ich wechsle jetzt mal wieder in die Schokofußstellung, weil hier kommt jetzt die Kehre. Also Johannes, ich habe erst einmal einen gesehen, der das ohne Versetzen gefahren ist. Okay. Ich mache hier immer so zwei kleine Versätze. Immer so Versetzer, Versetzer. Der Marvin ist das mal ohne Versetzen gefahren. Da habe ich aber auch echt gestaunt. So, hier den zweiten kannst du ohne Versetzer fahren. Liebe Leute, damit ihr es nochmal sehen könnt, ich bin jetzt wirklich in einem steilen Hang. Da ist ein fetter Felsen, da bin ich da rad links von die Stufe gefahren. Jetzt war so eine Kurvenkombi. Ja. Hätte man auch direkt fahren können? Nee, das ist von den Wanderern, das ist eine Abkürzung. Okay. Also wirklich die Regel, Leute, sowas fährt man nicht. Das ist von Wanderern, die haben da abgekürzt. Das macht man nicht, dann macht man Spuren rein. Nicht den Weg verlassen. No go. So, liebe Leute, jetzt könnt ihr mal ein bisschen euch freuen, weil ich habe jetzt meine Angststelle. Hier bin ich mal gefallen, ganz spontan. Ich habe mich nicht damit gerechnet. Das ist eine kleine Treppe, die geht rechts. Die müsste jetzt trocken sein. Boah, okay. Aber ich kann die fahren. Ja. Also. Oh, nein, ich muss wieder mal. Ich muss wieder mal fahren, Leute. Ja. So, seht ihr. Sieht harmlos aus, aber hier hat mich mal völlig überraschend über den Lenker geschickt.
und seitdem ist das so eine Angststelle von mir. Also ja, das macht mir Mut. Warte, fang mich auf. So. Alles gut. Ich würde sagen, you can do it. Also schwache Seite, ich fahre lieber links rum. Aber ich bin die früher eigentlich immer gefahren, bis zu dem Sturz. Ich fahre Schokofuß und ja, eigentlich geht es nur um die Entschlossenheit. Fahrtechnisch ist die gut machbar. Man muss ja hier ein bisschen Entschlossenheit haben und durchziehen. So, jetzt ist der Punkt, wann könnte man mal den Schokofuß wechseln? An so einer geraden Passage wie hier zum Beispiel. Weil, dann kann man ein bisschen Kraft sparen. Das hintere Bein, die Muskulatur ist immer mehr belastet. Um das mal ein bisschen auszugleichen, mal kurz wechseln. Und wenn man dann wieder schwierige Stellen hat, Kehren, Versetzer oder so, kann man wieder in seine Schokofußstellung gehen. Hier eine Kehre mit Versetzen. Muss man nicht versetzen, aber hier, man kann. Ah, nee. War nicht nötig. Johannes, da hinten musst du abbremsen. Du kannst es nicht voll stehen lassen hier, ne? Bisschen. So, hier kommen ein paar Wurzeln. So, kleine Wurzelbehandlung hatten wir dann auch schon. Hier kann man so eine Übungsversetzer machen. Hups. Liebe Leute, kleines Add-on noch. Also, das Trainieren von dem falschen Fuß, dass man nicht in seiner intuitiven Schokofußhaltung fährt, kann ich jedem empfehlen, weil man kann dann auf der Tour immer die Muskulatur entlasten, indem man mal wechselt. Man kann dann quasi beidfüßig fahren. Und es ist immer gut fürs Gehirn, dass man mal was Neues macht. Also dass man nicht immer nur einen gewohnten Trott, dass man auch, ja, zum Beispiel kleine Hops dann oder so mal im falschen Fuß. Ich zeige jetzt hier, dass ich quasi Treppe mit dem falschen Fuß habe. Das könnt ihr erstmal mit einer Zweier-, Dreier-Treppe, wenn ihr es noch nie gemacht habt, wenn ihr einfach mal Schokofuß tauscht. Machst du erstmal mit der richtigen und dann mit dem falschen, Marc. Genau, und dann wäre die Sache, Thema Kurven fahren. Nee, das ist immer so. Wenn ihr normal Kurven fahrt, Anlieger ballert, so, fahrt, wenn es technisch ist, lieber immer auf Schokoseite. Weil manche meinen, man müsste vor jeder Kurve wechseln. Das ist so ein Theorievorteil. In der Praxis macht das eigentlich niemand, weil dann musst du quasi vor jeder Kurve mal wechseln. Und das geht ja nicht so, sondern es geht so. Dann kommst du mit dem Pedal schnell auf und. Feuer frei! Ja. Also, erstmal eine kleine Treppe und ja, merkt man die hier. Schokofuß wäre bei mir. So bin ich schon mein Leben lang gefahren. Das sind ja auch schon 20 Jahre oder so, wo ich Mountainbike. Genau. Rechter Fuß vorne, linker Fuß hin, das ist meine Schokohaltung. Mit der Haltung habe ich auch alle Basics und alle fortgeschrittenen Sachen gelernt. Aber schon in der Jugend, wo ich viel Dirtbike gefahren bin, also viele Rampen gesprungen bin und so, habe ich dann immer ein bisschen Knieprobleme gehabt am hinteren Knie. Und dann habe ich von da aus immer gewechselt, dass ich meistens andersrum fahre und nur wenn es technisch wird oder so, meine normale Schuhe. Jetzt ist die falsche Haltung, also falsch rum, Fuß vertauscht. Ja, und ich fühle mich trotzdem sehr wohl so. Das ist wie beim Fußball beidfüßig sein. Sollte man eigentlich können. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie seht ihr das Schokofuß? Habt ihr immer eure Haltung oder tauscht ihr das häufiger aus? Liebe Leute, technische Trails fahren, alles geil und schön, aber das Erlebnis auf Fahrradtouren ist einfach immer toll, die Landschaft. Hier unser Supermodel. Dann filmen wir lieber wieder da vorne, da sind die super Berge. Der Olsberg rechts mit dem Kreuz, dann die Senke runter, sieht man was weiß schimmern, das müsste die Borbergskapelle sein, von Brilon zu Olsberg. Und wenn man dann zwischen den Bergen rechts rumgucken würde, würde man auf die Hochheide nach Willingen gucken. Ja, da machen wir unsere Touren. Da links ist Eisenberg, genau. Man kann hier überall schön fahren und Vergleich, man sieht hier nochmal der Ohlenkopf und da ist oben Fort Fannes. Da ist der Stüppel, auch wenn ihr lange arbeitet, die Tage werden länger. Wenn man nur 20 Minuten noch mal ein bisschen Wheelie übt oder so, genießt auch das Draußensein einfach. Man muss nicht immer 2 Stunden Tour fahren oder so. Genau, wir sind jetzt gar nicht so krass schmutzig geworden. Ein bisschen müssen wir unser Rad schon sauber machen. Aber mein Nikola, ich habe ja so ein paar Fahrräder, aber Nikola ist eins davon. Das hatte ich jetzt bei dem ganzen Schneechaos nie gefahren. Und ich habe jetzt auch da vor der Fahrt die Kette. Also der erste Trail-Vlog. Könnt ihr mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Weil ich würde euch gerne meine ganzen Home-Trails mal zeigen. Und ich habe auch noch so ein Ding für einen Helm, wo ich es drauf mache. Aber ich kriege jetzt einen neuen Helm. Habe jetzt einen neuen Helm bekommen. Und das muss ich mal machen. Jetzt hatte ich heute den Brustgurt. Jetzt sind wir jetzt hier. Und die Räder sind nicht wirklich dreckig geworden. Aber meine Kette ist trocken.
Die muss ich mal kurz sauber machen. Und hier, erkennt ihr. Ich hab den bei dir aus dem Schlafzimmer mitgenommen, ne? Gestern hat er dir noch gepasst. Ne? Ja, Bauch einziehen, dann passt er. Ja. So, also alte Unterhose nehmen oder sowas. Manche haben hier ein E-Bike, da habe ich jetzt mal ein Video gemacht für den Kettenmeister, dass man das halt trotzdem drehen kann. Ich habe ja hier kein E-Bike mit Bosch-Motor, das heißt, ich kann das so machen. Und genau, dann müsste man erstmal die Kette, ihr seht, die ist ein bisschen schmutzig und trocken, die müsste ich erstmal sauber machen. Wir machen jetzt mal den Schnelldurchgang, also ohne Kettenreiniger und Tamtam. Weil ich Kettenreiniger und eine Nacht stehen lassen und nächsten Tag dann fetten, das wäre das Ideale, ne? Aber wir machen jetzt erstmal die kurze Variante. Ja, weil ich muss jetzt zu meiner Kleinen, die muss jetzt gleich ins Bett und dann manchmal muss es schnell gehen, das kommt ja. Ganz einfach, wenn man eine Schnellvariante hat, braucht man einen Lappen und Öl, was der Top-Fehler den Leute machen. Die kümmern sich nicht drum und dann morgens vor der Tour, Öl massig auf die Kette, dann fahren sie los und nach der halben Tour ist die Kette schwarz, weil dieser äußere Ölfilm hat dann eine komplette Kette quasi aufgesogen mit Dreck. Deswegen lieber das abends machen und selbst wenn man nicht die Zeit hat. Die obere Kappe, Marc. Okay. Das sind zwei Verschlüsse. Ist Bio, kannst du mal probieren. Also, seht ihr auf jeden Fall hier. Danke nochmal hier bei F100, dass sie uns mal das zur Verfügung gestellt haben. So, gut. Das heißt, achtet immer darauf, biologisch abbaubar ist immer gut und halt erstmal Kette sauber machen. Wie gesagt, wenn ihr ein E-Bike habt, wo das nicht geht, dann gibt es halt diesen Kettenmeister, man kann hier auch ein Stöckchen da rein machen oder dann geht das auch. Ich verlinke euch mal das Video. Oder ihr legt halt auf den Kopf das Fahrrad. Ein kleiner Tipp trotzdem, macht es bitte immer so, dass ihr schaut, dass die Kette von innen quasi gefettet ist. Ich mache das jetzt gerade hier auf der anderen Seite. Warum? Weil dieses Motto doppelt gemoppelt hält besser. Also man möchte viel drauf pappen, dann ist gut. Das wäre in dem Fall nicht so gut, weil dann die Kette schwimmt dann so in Öl. Das ist so ein richtiger Ölfilm. Und dann habt ihr keine silberne Kette mehr, sondern eine schwarze, weil die sich halt durch den ganzen Dreck dann ganz schnell aufsaugt. Ja, und jetzt wird es über Nacht so ziehen lassen. Und falls ich am nächsten Morgen doch noch so einen äußeren Ölfilm habe, kann ich den immer noch mit dem Lappen abnehmen. Also, auf jeden Fall Kettepflege nicht vernachlässigen. Ich bin ja sonst eher so der Typ mit Lappen und Wasser. Aber ich bin ja offen für alles und vor allen Dingen auch biologisch abbaubare Produkte. Jetzt gibt es hier so einen Fahrradreiniger, habe ich noch nie ausprobiert sowas. Muss ich echt zugeben. Ihr kennt ja meine Videos, ich bin da nicht so ausgestattet gewesen bisher. Das würde jetzt aber Wasser brauchen, weil ich habe noch den Wasserhahn abgedreht, wegen dem ganzen Frost jetzt die letzten Monate. Dann nimm doch die Expresspflege, die brauchst du kein Wasser. Genau. Also, ohne Wasser steht extra drauf. Genau, kannst du drauf sprühen, einwirken lassen und dann nachher ab. Genau, mach ich das mal weg von dem Busch. Also. Soll den Dreck lösen, ne? Genau. Also mache ich mal so ein bisschen drauf. Also liebe Leute, wenn ihr so einen Reiniger habt, der quasi groben Dreck löst, der jetzt schon festgetrocknet ist, dann könnt ihr das danach ziemlich easy abwischen. Funktioniert auf jeden Fall. Ihr wisst ja, wichtig ist Bikepflege vor allen Dingen funktional, aber wer so ein bisschen sich dann mit den Jahren auch so lange gewöhnt, dass man seine Bikes auch richtig gerne mag, weil die ja gute Dienste leisten. Dann will man die auch pflegen, dann macht es auch Spaß, die immer schön sauber zu halten. Genau. Ja, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr noch mehr so Service-Pflege-Videos und so haben wollt, schreibt mal rein, welche Themen euch da interessieren. Und ich denke mal, da werden wir auch noch ein bisschen mehr zu machen können.